Andacht der Männer, die sich bis zur Selbstaufgabe ihrer heiligen Institution verschrieben, für das Amt ihre Gefühle aber bis zur Verödung verdrängt haben. So der Paderborner Priester, Theologe und Psychotherapeut Eugen Drewermann. Seine Kritik am seelenlosen Klerus ahndeten die Kirchenoberen vor wenigen Wochen mit dem Lehrverbot. Noch bleibt ihm die Kanzel als Forum. Es entscheidet sich das Leben und der Tod an der Frage, auf wessen Seite man steht. Des Menschen oder der Macht. Und keine Frage davon bleibt unberührt. Wenn ich, Dr. Drewermann, nach Abwägen aller Umstände nicht die Ausübung der priesterlichen Weihegewalt verbiete, erwarte ich jedoch von ihm und hoffe, dass er bei seinem priesterlichen Wirken, besonders im Dienst am Wort, das Geheimnis Christi vollständig und getreu verkündet und dabei im Sinne seines Weiheversprechens die Gemeinschaft mit der Kirche und mit mir als seinem Bischof bereitwilliger und deutlicher als bisher bekundet. Haben Sie extra um Herrn Drewermann zu hören? Ja, von Österreich. Und warum? Ja, weil er total schön predigt, also die Liebe wichtig nimmt bezüglich zwei Personen, Mann und Frau. Und nicht auf der Seite von der Obrigkeit steht. Ich fühle mich zu Hause, wenn ich Herrn Drewermann predigen höre. Denn das, was er von sich gibt, das hat ja Hand und Fuß. Das ist das, was Christus gewollt hat auf dieser Welt, ganz und gar. Was Jesus Christus gewollt hat, ist das dasselbe, was die Kirche heute will und tut? Das, meine Damen und Herren, scheint mir eigentlich die Kernfrage zu sein in der Problematik und in der Auseinandersetzung zwischen Eugen Drewermann und dem Erzbischof von Paderborn. Und darum soll es auch heute gehen, hier in dieser Gesprächsrunde. Ich darf Ihnen im Studio vorstellen Dr. Eugen Drewermann und zu meiner Linken Professor Alois Klein, Direktor des Adam-Müller-Instituts in Paderborn und zeitweilig Berater von Erzbischof Degenhardt, der leider verhindert war, heute zu kommen. Doch bevor wir in die Argumentation einsteigen, meine Damen und Herren, zunächst einfach einmal eine filmische Erinnerung an den sogenannten Fall Drewermann. Die Kontrahenten, Eugen Drewermann, Theologe, Psychotherapeut, Erfolgsautor und sein Vorgesetzter Joachim Degenhardt, Erzbischof von Paderborn, im Konflikt um die rechte Glaubenslehre. Schauplatz, das erzkatholische Paderborn. Während Drewermann den Menschen im Blick Versöhnung predigt, fordert sein Gegenüber Unterordnung unter die Dogmenlehre. Angesichts der übermächtigen katholischen Kirche war Angst immer schon das Thema Eugen Drewermanns. Wir Menschen können vor vielen Gefährdungen in der Welt Angst haben, aber am meisten haben wir Angst vor uns selber. Vor der Tatsache, frei zu sein, ein Individuum zu sein und alles vertun zu können. Und das Wissen, dass wir sterblich sind und eigentlich keine Notwendigkeit besitzen. Vielen Kirchenmännern ist die Psychoanalyse bis heute verdächtig, mithin auch die Person Drewermanns. Denn er hat den Weg ins Unbewusste gewagt, um Verschüttetes freizulegen, die Seele aus ihren Verstrickungen von Abhängigkeit und Schuld vom Käfig der Kindheit zu erlösen. Die Richtung gibt Sigmund Freud an. Mit den Mitteln der Traumdeutung, der freien Assoziation und der Analyse verdrängter Kindheitserlebnisse versuchte er, seelische Störungen zu heilen. Doch Drewermann ist auch Theologe. Die Erfahrungen mit der tiefen Psychologie helfen ihm, die alten Texte der Bibel neu zu lesen. Drewermann greift sicherlich Probleme und Nöte der Menschen heute auf. Und er findet eine Sprache, in der die Menschen sich wiederfinden und eine Sprache, in der, wenn Glauben überhaupt irgendwie ausgedrückt werden kann, heute noch im 20. Jahrhundert, dann sicherlich nicht mehr so, wie es herkömmlich gelehrt wird, wie die offizielle Kirche lehrt mit Dogmatismen und ja mit trockener Lehre. Das Erscheinen des Buches Kleriker 1989 bringt den Konflikt zum Überkochen. Bisher hatte man Drewermann vor allem seine tiefenpsychologische Bibelexegese vorgeworfen. Aber nun visiert er gar die Kleriker selber an. Entlarvt ihr psychisches Selbst- und Machtverständnis. Ein unerbittliches System von Befehl und Gehorsam. Die Nachfolger Christi sollen sich unterordnen bis zur Selbstaufgabe. Prominentes Beispiel: Kardinal Meißner und seine Berufung nach Köln. Ich habe nie meine Eltern gefragt, wie das zugegangen ist, als sie mich ins Dasein gesetzt haben. Das ist mir im Grunde genommen
egal, was diesbezüglich gelaufen ist. Wenn ich die Berufung durch den Papst bekomme, hat das für mich eine religiöse Dimension. Was inzwischen zwischen dem Heiligen Stuhl, Domkapitel und den Partnern des Konkordates gelaufen ist, interessiert eigentlich nicht den, der dann als Ergebnis bei dieser Prozedur herauskommt. Für Drewermann ist der Kardinal ein Exempel klerikaler Gleichgültigkeit und Gefühlsfremdheit, eine Aussage, die Meißner kaum verzeihen kann. Als die katholische Herder-Buchhandlung in Köln Eugen Drewermann zur Lesung aus dem Klerikerbuch einlud, ließ der Oberhirte zur Strafe Buchbestellungen des Bistums stornieren. Der Paderborner Erzbischof hatte sich bereits im vergangenen Jahr ablehnend zum Klerikerbuch geäußert. Aus seinem Buch Kleriker, glaube ich, beanstanden zu müssen, sein Menschenverständnis, sein Priesterbild, auch sein Bild von der katholischen Kirche. Ich halte das für so einseitig und zum Teil auch für falsch, dass ich der Auffassung bin, das kann er als Dozent an einer theologischen Hochschule so nicht schreiben oder sagen. Der angedrohte Entzug der Lehrbefugnis für Anfang Oktober lässt in Paderborn Hunderte auf die Straße gehen. Die Forderung des Erzbischofs an Drewermann: Widerruf in 4 Punkten. Jungfrauengeburt, Abtreibung sowie Eucharistie und Priesteramtsverständnis. Stoff für Streitgespräche auf dem Marktplatz. Die Stimmung zwischen den Gegnern eskaliert. Abgebrochene Gespräche, unzählige Briefwechsel, Vorwürfe. Und dann Drewermanns Flucht in die Öffentlichkeit. Alle Lehren, die die katholische Kirche mir vorlegt, glaube ich treu und gewissenhaft. Aber meine Handlungen und Taten, ich füge hinzu, meine Gedanken, geschriebenen und gesagten Worte, widerrufe ich nicht. Ich muss enttäuscht feststellen, dass die erwarteten eindeutigen und glaubhaften Klarstellungen nicht erfolgt sind. Daher kann ich es nicht länger verantworten, dass Dr. Drewermann weiterhin als Privatdozent für das Fach Dogmatik an der Theologischen Fakultät Paderborn Vorlesungen hält. Ich habe deshalb Dr. Drewermann bis auf Weiteres die Lehrbefugnis entzogen. Ich halte das für einen ganz großen Skandal für die Kirche. Nicht nur hier am Ort in Paderborn. Da ist wieder mal ein unbequemer Kritiker mundtot gemacht worden, oder man hat versucht, ihn mundtot zu machen. Und ich habe den Eindruck, dass es eigentlich gar nicht so sehr um die Inhalte geht. Diese ganze Auseinandersetzung, die Vorwürfe wechseln ständig. Das deutet für mich darauf hin, dass es darum letztlich gar nicht geht. Künftig also sind Drewermann die Tore katholischer Einrichtungen verschlossen. Ungereimtheiten bleiben, denn trotz Lehrverbots ermunterte der Erzbischof den Dissidenten weiterzusprechen. Zynismus oder Ausdruck von Hilflosigkeit angesichts heftiger Kritik an seinem Erlass? Die katholische Hochschule, an der Drewermann bisher lehrte. Seine ehemaligen Kollegen distanzierten sich geschlossen von ihm. Pikanterweise mit einer Erklärung, die schon im Juli verfasst worden war. Und Rektor Hubertus Drobner soll sogar behauptet haben, er kenne Eugen Drewermann nicht. Kirchenkritiker von der Hochschule zu jagen, hat hier Tradition. Auch der Jesuit Friedrich von Spee, der Anfang des 17. Jahrhunderts die Hexenverfolgungen als Massenwahn anprangerte, verlor schon vor 360 Jahren seine Lehrerlaubnis. Die Zeiten des katholischen Absolutismus sind vorbei. Heute schließen sich viele Gläubige in Basisgruppen zusammen, zum Beispiel für mehr Demokratie und einen offenen Dialog in der Kirche, wie das Kölner Netzwerk, eine Initiative von Priestern und Laien. Wie bewerten Sie das Lehrverbot? Ja, ich glaube, dass das im Grunde genommen ein großer Schaden für die Kirche ist. Das, was man sich vielleicht versprochen hat, wird sowieso nicht erreicht. Das heißt, Drewermann wird keineswegs dadurch irgendwie in seiner Wirksamkeit tatsächlich behindert, aber die Kirche stellt sich nach außen, ganz egal wie im Einzelnen der Entscheidungsprozess gelaufen ist, wieder einmal als eine mehr oder weniger inquisitorische und autoritäre Institution dar. Und das kann nur schaden. Und das habe ich auch selbst festgestellt mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die also sehr resigniert haben und teilweise schon daran gedacht haben, diese Kirche jetzt endgültig zu verlassen. Dass Eugen Drewermann hier bei einem Vortrag in Mülheim umgekehrt viele Menschen für die Kirche zurückgewinnen konnte, gibt sogar der Erzbischof zu. Und dem man nicht bereits mit 5 oder 7 Jahren zur Antwort auf diese Frage
gegeben hätte, dass Jesus gestorben ist für deine Sünden. Revolutionär ist Drewermanns Theologie eigentlich nicht, aber dass er, anders als seine in vielem verkrustete Kirche, das Leid des einzelnen Menschen das Subjekt ins Zentrum stellt, überzeugt seine Anhänger. Auch wenn der Klerus, nicht zuletzt der Römische, es hofft, einen Bußgang wird Drewermann trotz Lehrverbots nicht antreten. Eine Unbeugsamkeit, die hoffen lässt. Hinzufügen, nach der Erzbischof von Paderborn erklärt, dass ich nicht mehr das Vertrauen verdiene, katholisch zu lehren. Das hat eine bizarre, gar nicht unerfreuliche Konsequenz. Bei allem, was Sie künftig hören, Samstag für Samstag, müssen Sie sich fragen, ist das wohl katholisch, was Sie da reden? Und Sie sind zuständig, kein anderer sonst mehr. Ob das was mit Jesus zu tun hat, muss ich mich fragen. Und in der Position fühle ich mich gern. Ja, Herr Drewermann, der Lehrauftrag als katholischer Theologe an der katholischen Fachhochschule ist Ihnen entzogen. Gleichwohl, morgen ist wieder Samstag und Sie halten wieder eine Vorlesung, diesmal im Auftrag der Soziologen. Was ist dann noch katholisch? Sprechen Sie etwas ganz anderes morgen in Ihrer Vorlesung? Nein, ich werde weiter fortfahren, das Matthäusevangelium auszulegen. Das Bizarre ist, nur vor 150 Jahren hat Marx versucht zu zeigen, dass Religion nichts weiter sei als ein Reflex der Soziologie. Wir haben heute eine Kirche, die, wenn man versucht, sie zu verlebendigen aus innen, ihre Theologen wieder zurückdrängt in die Soziologie. Ich halte das für einen Offenbarungseid. Tatsächlich möchte ich tun, was Jesus eigentlich vorschlug, so von Gott zu sprechen und mit den Menschen zu leben, dass es heilsam wird. Das heißt, man muss Ängste abbauen, man muss den Menschen ein Gefühl zurückgeben für ihre eigene Schönheit, für ihre Würde, für ihre Unantastbarkeit vor Gott, den Menschen gegenüber. Und das hat wenig zu tun mit Amtsstrukturen, die im Gehorsam die Menschen verpflichten zur Unterwürfigkeit, zur Amtsloyalität, zu einer erstickenden Form von Entpersönlichung. Und diese Krise, glaube ich, zwischen dem, was Jesus wollte und dem, was wir in der Kirche tun, ist gewaltig. Es sind heute viele gegen die Kirche aus Resignation oder Müdigkeit oder Religionslosigkeit. Ich möchte die Kirche versuchen, dorthin zurückzuerinnern, wo Jesus sie haben wollte. Jeder, der betet, wie Jesus uns gelehrt hat, dein Reich komme, sagt ja implizit auch, vergehen möge diese Kirche. Man macht sich die Radikalität eigentlich gar nicht genügend klar. Herr Drewermann, nun ist aber das, was Sie sagen, offensichtlich ja nicht im Amtsverständnis der Kirche. Und jetzt frage ich Sie, Herr Professor Klein, in jedem Unternehmen wird ein Manager, der nicht das sagt und verkündet, was der Boss oder, sage ich mal, die Geschäftsleitung will, der wird gefeuert. Warum ist Herr Drewermann dann eigentlich nicht ganz gefeuert worden? Warum hat man ihm nur die Lehrerlaubnis entzogen? Warum ist seine Weihepriestertum erhalten geblieben? Warum ist er nicht gleich exkommuniziert worden? Wäre das nicht die sauberere Lösung gewesen? Ich würde die Kirche als eine Glaubensgemeinschaft nie identifizieren oder auch parallel setzen zu irgendeinem innerweltlichen Konzern oder Unternehmen. Vielleicht muss ich doch eben zwei Sätze sagen zur allgemeinen Problematik. Herr Drewermanns Intention, mit Hilfe der tiefen Psychologie, des Unbewussten, der Psychoanalyse, das Evangelium neu zu erschließen, ist von niemandem negativ beurteilt worden. Seine Intention ist sowohl von dem Paderborner Erzbischof wie von anderen Bischöfen ausdrücklich gut geheißen worden. Nun haben wir folgendes Problem. Es ist eine echte Innovation von Herrn Dr. Drewermann in die Theologie gebracht worden, die darin besteht, dass die Einbeziehung der tiefen Psychologie und des Unbewussten also zu einem Gesamtprogramm geworden ist für das gesamte System der Theologie. Das heißt, wir haben es tatsächlich mit einer Neuigkeit ersten Ranges in der Theologiegeschichte zu tun. Und in der Konfrontation mit den bisherigen traditionellen Denk- und Sprachsystemen, Regelsystemen, kommt es nun zu Konflikten, kommt es zu Konfrontationen, die noch nicht gelöst sind. Es geht darum, wie kann man diesen neuen Ansatz, der insgesamt gut und hoffnungsvoll ist, vermitteln, integrieren in die traditionelle Lehre der Kirche.
Und hier tauchen nun an einzelnen Beispielen konkrete Konflikte auf, wie zum Beispiel in der Frage der Einsetzung des Priestertums durch Jesus Christus, in der Frage der Jungfrauengeburt, Abtreibung oder was es immer sein mag. Ja, nun muss ich aber noch mal fragen. Also, ich meine, der Konflikt ist ja nicht so ganz neu zwischen Tiefenpsychologie einerseits und katholischer Kirche andererseits. Freud ist ja nicht umsonst jahrelang verteufelt worden. Meine Frage ist jetzt eigentlich, welches Minimum an Glaubenswahrheiten muss ich als Katholik eigentlich noch akzeptieren, um katholisch zu sein? Also muss ich zum Beispiel an die immerwährende Jungfrauenschaft Mariens glauben, im biologischen Sinne, um noch katholisch zu sein? Ist das das, was gemeint ist? Ja. Herr Meski, ich gebe Ihnen völlig recht. Es ist die Frage, wo stehen wir eigentlich im Jahre 1991? Und natürlich, Herr Klein, sollte unsere Kirche nicht ein Verband sein wie jeder andere. Aber ich lese in der KNA vom 6. November, dass der Erzbischof seinem eigenen Priesterrat in Paderborn erklärt, jede Gruppe wird jemanden, der verbandsschädigende Äußerungen tut, ausschließen. Und das bezieht er jetzt auf mein Priestertum. Er hat noch in seiner Erklärung vom 8. Oktober gesagt, er will mich nicht mundtot machen, er will Offenheit der Gesprächsführung. In Wirklichkeit zieht er in dieser Form die Daumenschrauben an und das ist nicht fair. Es ist auch in meinem Sinne nicht sehr ehrlich. Ich freue mich sehr, dass Sie den Ansatz, den ich vorschlage, für so wichtig halten. Ich bin auch davon überzeugt, wir haben 200 Jahre nach der Aufklärung überhaupt keine andere Chance mehr, als das, was wir Glauben nennen, von innen her zu erneuern und plausibel zu machen. Und das möchte ich. Auch deshalb möchte ich eine Kirche, die sich von innen her aus ihren Lebensvollzügen begründet, nicht einfach durch fertige Strukturen. Jetzt ist aber das Problem, dass der Erzbischof von Paderborn, und zwar mit der Unterstützung der Bischofskonferenz, mich verurteilt in Punkten, die mit der Tiefenpsychologie selber überhaupt nichts zu tun haben. Das habe ich Ihnen geschrieben, den Bischöfen, habe es meinem eigenen Erzbischof gesagt. Die Tiefenpsychologie nimmt beispielsweise zu historischen Fragen überhaupt nicht Stellung. Das kann sie nicht und will sie auch nicht. Sie interpretiert Erfahrungen, die sich symbolisch mitteilen. Und jetzt ist allerdings die Frage, soll im Jahre 1991 gelten, was wir beide gehört haben aus dem Mund des Erzbischofs am 6. Juli letzten Jahres. Die jungfräuliche Geburt ist natürlich auch eine äußere Tatsache, die außerhalb der Seele stattfindet. Er fährt fort, auch des Körpers, sodass man nicht trennen kann zu der Glaubensaussage. Da wird die biologische Jungfräulichkeit festgeschrieben und wer sie so nicht glaubt, nach 200 Jahren kritischer Bibellektüre, nach allem Wissen, was wir heute vom symbolischen und religionsgeschichtlichen Hintergrund dieser Bilder wissen, der gilt dem Erzbischof nicht für katholisch und den verurteilt er. Ich glaube, es ist einfach eine Zumutung für das Denken heute. Darf ich mal einfach dazwischen fragen? Herr Klein, Sie sind Direktor des Adam-Möller-Instituts und das ist ein Institut, das der ökumenischen Forschung dient. Ja. Ist eine solche Stellungnahme, wie wir sie ja eben gehört haben, noch mal referiert, ist das nicht wirklich schädlich für das Gespräch zwischen Christen, katholischer und evangelischer Konfession? Wenn ich die evangelischen Reaktionen auf Herrn Drewermanns theologisches Werk mir ansehe, muss ich sagen, es wird Kritik geübt, sicherlich am formalen Vorgehen des Erzbischofs, was man natürlich verstehen kann, weil es evangelischerseits eben kein Lehramt an Personen gebundenes Lehramt gibt, namentlich nicht an das Bischofsamt gebundenes Lehramt. Aber inhaltlich wird erhebliche Kritik geübt. Alle Zeitschriften laufen mir über den Tisch, alle relevanten evangelischen Zeitschriften. Und das gesamte Programm wird doch in einer sehr kritischen Durchleuchtung unterzogen. Ich kann die Dinge auch nennen, um bei der Sache zu bleiben. Die Rechtfertigungslehre kommt nicht zum Zuge, die Kreuzestheologie ist draußen vorgeblieben, die soziale Dimension des Glaubens wird nicht geachtet und was alles solche Vorwürfe sind. Wie wir da jetzt abschwärmen. Ja. Wesentlich waren ja drei Punkte, da ging es um die historische Frage der Einsetzung von Priestern und der Eucharistie. Ja. Um die Abtreibungsfrage, wie viel Mitleid hat die katholische Kirche in ihrer Lehrbeurteilung und vor allem jetzt die Jungfräulichkeit Mariens. Ich glaube, an diesem Beispiel sollten auch Sie selber einmal Farbe bekennen.
Ich lese in Kommentaren, die katholisch-evangelisch rauskommen, ökumenisch strukturiert sind, dass die Jungfräulichkeit Mariens zu glauben beim heutigen Stand des Wissens weder eine Pflicht sein kann, noch Wahrscheinlichkeit für sich hat. Das lässt sich schreiben und ich denke, es gibt die Mehrheit der Theologen heute wieder. Würden Sie selber glauben an die Jungfräulichkeit Mariens im biologischen Sinne? Nein, ich glaube daran im theologischen Sinne. Eben. Ich lasse das aber als Geheimnis stehen, während Sie apodiktisch behaupten, ich weiß nicht, woher Sie die Quellen haben. Keine Geheimnisse geben, ja, die man offen lässt. Entweder es gibt sie als Erfahrung oder es gibt sie nicht. Ja. Lassen also, Sie mich aber doch bitte jetzt nicht so sehr ins Theologische kommen. Für mich ist eigentlich, wir sind hier ein Medium, das, sage ich mal, nicht spezialisiert ist auf theologische Fragen. Für mich ist es ein Phänomen, und die Frage geht jetzt an Sie, Herr Klein. Warum hat dieser Drewermann einen solchen Zulauf? Während die Kirchen immer leerer werden, werden seine Vorlesungen und seine Gottesdienste immer voller. Woran liegt denn das? Liegt das daran, dass er, sag ich mal, so asketisch lebt, hat kein Telefon, kein Auto? Das ist übrigens schlimm, dass er kein Telefon hat. Verschenkt alles Mögliche. Oder liegt es daran, dass er die Menschen abholt an einem Bedürfnis, nämlich dass Glauben gleichzeitig Lebenshilfe sein kann? Bin ich fest von überzeugt. Drewermann erreicht eben mit seiner Methode alle jene Nöte, Leiden, Belastungen des modernen Menschen, die mit Hilfe eben seiner typischen Erschließung des Evangeliums direkt getroffen werden. Das Evangelium wird als eine heilende Kraft tatsächlich in Geltung gesetzt und ganzheitlich, sozusagen ganz menschlich wirksam. Und dadurch fühlen sich die Menschen eben angesprochen. Nichts gegen diese Art der Verkündigung. Nur sie setzt voraus, dass wir nicht nur anders sprechen, sondern auch anders denken, persönlich anders strukturiert sein dürfen und eine andere Kirche haben. Wir können nicht zum Nulltarif Menschen heilen wollen. Das setzt heute in Rückmeldung der Botschaft Jesu eine erneuerte Kirche voraus. Um das so zu sagen: Der Erzbischof von Paderborn hat eine Verurteilung ausgesprochen mit absolut fundamentalistischen Voraussetzungen. Er zieht jetzt durch die Lande und erklärt den Leuten, Drewermann leugnet, dass Christus Priester eingesetzt hat. Sie selber sagen im Schweizer Fernsehen, natürlich hat Jesus keine Sakramente eingesetzt, genauso wie ich das auch sage und jeder es versteht, der von der Sache Kenntnis hat. Das habe ich gesagt. Wo also wäre da der Unterschied, außer dass der Erzbischof eine vollkommene Deckungsgleichheit zwischen Offenbarung und historischem Faktum konstruieren möchte, wobei die historische Ebene gar nicht weiter untersucht wird, die dekretiert er aus dem Offenbarungswissen. Und jetzt kommt es wirklich arg. Er als Bischof gibt sich die Pflicht, das so tun zu müssen, weil er durch die Handauflegung als Bischof in der Nachfolge der Apostel die Pflicht und die Kenntnis dazu hat. Da ist alles möglich. Und ich halte dafür, dass das die Theologie verrät an einen Verwaltungsapparat, der um Jahrhunderte nicht nur hinter dem Wissen der Neuzeit zurückbleibt, der auch innerhalb der eigenen Informationskette isoliert wird. Was hätte ich drum gegeben, jetzt die Theologen, Sie und Kompanie in Paderborn, zu hören, wie Sie sprechen, die Jungfräulichkeit Mariens hier als ein äußeres Faktum biologisch vorzuschreiben, ist nicht mehr möglich. Es scheitert an dem biblischen Befund selber und an allem, was wir dogmatisch wissen, genauso die Einsetzung von Eucharistie und Priestern. Meine Herren, und sag ich mal, meine Damen und Herren daheim an den Bildschirmen, wir haben unsere Sendung nicht ohne Grund den Untertitel gegeben, eine unendliche Geschichte, und wollten darauf hinweisen, es handelt sich eigentlich jetzt nicht so sehr um den ganz speziellen Fall Drewermann, der ist ja auch einigermaßen bekannt, und ich möchte auch jetzt vermeiden, dass wir uns festbeißen an einigen theologischen Fragen. Das ist ja ein Problem, denke ich, das in der Geschichte sehr häufig ist, von Galileo Galilei angefangen, aber 500 Jahre später hat er dann recht bekommen. Wenn das so lange hier so lange auch dauert, wäre es schlimm. Aber ich möchte einfach mal daran erinnern, dass in jüngster Zeit, obwohl Papst Johannes der 23. die Kirche öffnet hat oder öffnen wollte, doch in der Meinungsfreiheit der Theologen wenig geschehen ist. Sehen wir uns doch bitte noch mal als Erinnerung einen Einspielfilm an. Mit Papst Johannes dem 23. begann für die katholische Kirche eine neue Epoche. Das von ihm einberufene Zweite Vatikanische Konzil legte die Fundamente für eine weltoffene Kirche. Doch so weitgehend die Öffnung der Kirche nach außen hin auch war, so halbherzig wurde die Kirchenreform nach innen vollzogen. Das Kernstück blieb unangetastet, die Rangordnung der Ämter von oben nach unten mit dem Papst an der Spitze.
Der Theologe Hans Küng war damals einer der jüngsten Konzilsberater. Er gab sich mit den Ergebnissen des Konzils nicht zufrieden. Nach gründlichen Bibelstudien und ausgiebiger Erforschung der katholischen Tradition veröffentlichte er 1967 sein Buch Die Kirche, dessen Kernthesen: Jesus selbst hat keine Kirche gegründet und schon gar keinen Papst eingesetzt. Die einzige Aufgabe der Kirche ist es, so Küng, Christus zu verkünden. Das geht aber nur dann, wenn sich die Kirche nicht selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern den Dienst am Menschen, gerade so, wie Jesus es seinen Jüngern gegenüber getan hat. Ein kirchliches Amt bedeutet also Dienst, nicht Macht und Herrschaft. 1970 der nächste Paukenschlag, das Buch Unfehlbar. Küng zweifelt darin am Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit, weil es dafür weder in der Bibel noch in der Geschichte Gründe gäbe. Trotzdem ist er sicher, dass die Kirche nicht zerfällt, wenn der Papst sich irren darf. Meine These ist, dass die Kirche in der Wahrheit gehalten wird, trotz Irrtümern im Detail. Und das scheint man in Rom nicht für ausreichend anzusehen. Man möchte gerne mehr haben, nämlich dass man in bestimmten bestimmten Situationen mit dem Beistand des Heiligen Geistes gar keine Fehler machen kann. Und ich habe einfach eine Anfrage gestellt, ob man das begründen kann. Das Lehrverfahren war unausweichlich. Der Streitpunkt: ist die Wahrheit des Evangeliums die höchste Autorität oder sagt der Papst, worin die Wahrheit liegt? Auf den ersten Blick ist Johannes Paul II. Ein Papst zum Anfassen. Doch Kritik an seinem Amt duldet er nicht. Er glaubt, dass nur ein straffes Regiment die Kirche zusammenhalten kann. Und dazu gehört eben ein unfehlbarer Papst an der Spitze. 1979 wurde Hans Küng die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen. Für Rom war dieser Fall damit erledigt, nicht so für Hans Küng. Es bleibt die von Rom und den Bischöfen nach wie vor unbeantwortete Frage nach ihrer Unfehlbarkeit. Es bleibt die Frage nach einer heute glaubwürdigen christlichen Verkündigung in Kirche und Schule. Es bleibt die Frage nach den dringenden Reformaufgaben von der Geburtenregelung über Mischehen und Ehescheidung bis hin zu Frauenordination, Zwangszölibat und dem daraus folgenden katastrophalen Priestermangel. Das war 1979. 12 Jahre später stehen die Antworten aus Rom auf die Fragen von Hans Küng noch immer aus. Der Fall Küng ist also noch lange nicht beendet. Ortswechsel. Versammlung von brasilianischen Ordensleuten. Mitten unter ihnen Leonardo Boff, einer der bedeutendsten Befreiungstheologen Lateinamerikas. Seine Theologie hat ihren Ursprung im Alltag der Ärmsten seines Kontinents. Angesichts dieses Elends können Christen und Kirche nur eines tun: sich entschieden an die Seite der Armen zu stellen und für ihre Befreiung zu kämpfen. Dort, wo die Kirche auf die Not der Armen antwortet, entsteht eine neue Kirche. Eine Kirche, die durch den gemeinsamen Kampf und das gemeinsame Gebet zusammengehalten wird. Der Franziskaner Leonardo Boff möchte eine geschwisterliche Kirche, ohne Herren und Untergebene, die aus dem Charisma aller Christen lebt. 1981 erscheint Leonardo Boffs wichtigstes Buch: Kirche, Charisma und Macht. Im Vatikan sieht Kardinal Ratzinger darin einen fromm getarnten Marxismus am Werk, der die gottgewollte Amtsautorität in Frage stellt. 1984 wird Boff von Ratzinger nach Rom zitiert. In meinem Buch Kirche, Charisma und Macht. Das Kardinal hat kaum interveniert. Er hat zugehört, ganz freundlich. Und dieses ganze Material wird ab Oktober von einer Kommission von Kardinälen studiert. Einige Monate später wird Boff mit einem einjährigen Bußschweigen belegt. Er darf nicht publizieren und öffentlich auftreten. Zuletzt musste er auf römischen Druck hin seine Arbeit als Herausgeber einer wichtigen theologischen Zeitschrift aufgeben. Inzwischen hat Rom den Aufbruch der lateinamerikanischen Kirche der Armen zum Stillstand gebracht. Man spürt in Lateinamerika, dass die Basisgemeinden kontrolliert werden, hauptsächlich in der Erzdiözese Olinda und Recife, wo der Erzbischof Helder Câmara jahrelang eine Volkskirche aufgebaut hat, dass jetzt diese Kirche der Armen völlig zerstört wird und aufgrund des neuen Bischofs, der von Rom ernannt worden ist. Und das ist ein Exempel für andere Kirchen. Und man sieht, dass mehr und mehr Maßnahmen in Rom getroffen werden,
Himmel als Folge haben, die Freiheit, Raum der Christen zu begrenzen, der Bischöfe, der Theologen und der Bewegung des Volkes. Washington 1986. Der Fall des amerikanischen Moraltheologen Charles Curran sorgt für Schlagzeilen. Anders als Küng stellt der Amerikaner die päpstliche Unfehlbarkeit nicht in Frage. Curran sagt nur, es gibt gerade in Fragen der Moral kirchliche Lehren, die nicht unfehlbar sind, die also falsch sein können. So im Hinblick auf Ehescheidung, Abtreibung, Homosexualität, vorehelichen Sex und die Antibabypille. Deshalb lehnt Charles Curran, wie die meisten amerikanischen Theologen und Bischöfe, das päpstliche Verbot der Antibabypille ab. In dieser Frage ist die kirchliche Haltung bis heute die, dass jeder eheliche Akt für die Empfängnis offen sein muss. Biologisch gesehen war das im 13. Jahrhundert sicher richtig. Heute stimmt das aber nicht mehr. Um also zu einem moralischen Urteil zu kommen, stellt man fest, dass die kirchliche Meinung auf kulturellen und geschichtlichen Voraussetzungen beruht, die heute nicht mehr gelten. Deshalb ist die Lehre falsch. Für Charles Curran sind nicht ewige Dogmen Richtschnur der Moral, sondern die Situation und das Gewissen der Menschen selbst. Seine Arbeiten geben insbesondere Seelsorgern und Lehrern an den zahlreichen katholischen Schulen in den USA unverzichtbare Orientierung. Anders als Rom lehnt Curran beispielsweise vorehelichen Sex nicht grundsätzlich ab. Statt eines entsprechenden Verbots fordert er eine geduldige Aufklärung darüber, dass Sexualität nur in einer dauerhaften und ehrlichen Beziehung sinnvoll erlebt werden kann. Auch die homosexuellen Katholiken Amerikas haben in Curran einen Fürsprecher. Homosexualität ist für den Moraltheologen keine verwerfliche Veranlagung. Leben homosexuelle Partner eine liebevolle und gewissenhafte Beziehung, ist das moralisch akzeptabel. Für Rom ist das eindeutig zu viel Gewissensfreiheit. Kardinal Ratzinger wirft Curran vor, aus der kirchlichen Morallehre einen Supermarkt zu machen, aus dem sich jeder bedienen kann. 6 Jahre dauerte das Lehrverfahren gegen Curran. Es endete wie bei Hans Küng, mit einem Lehrverbot. Damit verlor ein Theologe seine Lehrbefugnis, weil er kirchliche Aussagen bezweifelte, die ausdrücklich nicht als unfehlbar gelten. Herr Professor Klein, das Lehramt einfach dekretiert, was Wahrheit ist. Welchen Sinn hat dann eigentlich noch Theologie als Wissenschaft? Weil Zweifel ja dann eigentlich überhaupt gar nicht mehr gestattet sind. Diese Formulierung möchte ich Gottes Willen zurückweisen, das Lehramt dekretiert die Wahrheit. Das Lehramt ist konstitutiv für das katholische Kirchenverständnis. Man kann es eigentlich nur bejahen, wenn man sozusagen es einschließt in den Glauben, wie ihn die katholische Kirche kennt. Das heißt, ich kann das Lehramt nicht verstehen von einem archimedischen Punkt außerhalb der Kirche. Daher ergeben sich heute von vornherein viele Reibungspunkte in einer Gesellschaft, die jede Autorität hinterfragt. Aber es gibt doch auch eine Entwicklung. Das Lehramt ist angewiesen A, auf den Glaubenssinn des Volkes. Insofern kann man sagen, es ist der Mund der Kirche. Es ist angewiesen auf die Arbeit der Theologen. Alle sind sie der Wahrheit verpflichtet, aber die beiden Instanzen, Lehramt und Theologen, haben je unterschiedliche Aufgaben. Die Theologen beziehen ihre Autorität aus der wissenschaftlichen Qualifikation. Das Lehramt bezieht seine Autorität aus einem sakramentalen Verständnis, nämlich der Ordination. Also wenn ein Wissenschaftler irgendwas, sage ich mal, begründet, es passt aber nicht dem Lehramt, dann hat er eigentlich schlechte Karten. Nein, das kann man nicht sagen. Wenn man die theologische Literatur der Gegenwart sich ansieht, zigtausende von Büchern, die gewiss nicht in allem mit dem katholischen Glauben übereinstimmen, mit der katholischen Lehre. Entscheidend ist, wo es um Kernfragen geht. Wo wird die Substanz, wo wird die Identität des Glaubens berührt? Mhm. Das ist also offensichtlich im Fall Drewermann passiert. Hätte man sich denn da auch eine andere Regelung vorstellen können, außer Entzug
des Lehrauftrages? Natürlich, ich habe seit über einem Jahr dem Erzbischof von Paderborn Brief um Brief gesagt, nach einem guten Gespräch, wie wir es hatten am 6. Juli 90, ist die menschliche Konsequenz die Fortsetzung. Wir würden jedes theologische Problem vom Tisch bekommen, wenn wir nur reden wollten. Das hat er nicht akzeptiert, im Gegenteil verweigert. Erst jetzt vor der Öffentlichkeit erklärt er sich gesprächsbereit, nach einer monologischen Art des Verwaltungsvorgangs. Im Hintergrund steht aber was ganz anderes. Ich glaube, all die Leute, die eben gezeigt wurden, ich schließe mich jetzt sogar mit ein, die verurteilt wurden, haben versucht, Jesus zu interpretieren, entsprechend den Worten der Bergpredigt, selig sind die Weinenden. Sie haben versucht, die Welt zu betrachten aus den Augen derer, die am meisten weinen. Haben plädiert für Mitleid, für Offenheit, für Anschluss an das Leben. Was Jesus da getan hat, sind im Grunde ganz einfache Dinge. Wir haben aus vielen Gründen, die berechtigt sein mögen, eine 2000-jährige Lehrtradition heute, die aus der Botschaft Jesu eine im Grunde griechisch formulierte Lehre gemacht hat, die mit viel Geld und Macht von bestimmten Experten verwaltet werden muss. Das ist die Theologenschaft. Die Sprache, die diese Leute reden, lässt sich auf der Kanzel kaum noch sagen, entzieht den Vätern und den Müttern in den Familien die Möglichkeit, das, was sie für heilig halten, ihren eigenen Kindern weiterzusagen, bietet den Lehrern fast nur noch Ausweichthemen, weil sie mit dem neuen Katechismus in der Schule kaum arbeiten können. Das alles ist schlimm. Genauso schlimm aber ist, dass wir auf der Ebene des Lehramtes den Glauben haben, dass durch die Handauflegung von den Aposteln her Wahrheit im Amt garantiert werden könnte. Ich drücke das mal rasch und krass aus. Das ist so viel wie der Mythos der Erbmonarchie im Alten Orient, lediglich spiritualisiert. Da geht etwas weiter einfach in der historischen Folge und dann muss es stimmen. Wenn diese Folge existiert, dann kann ein Priester geweiht werden, der beispielsweise beim Abendmahl Brot und Wein verwandelt. Wenn nicht, wie bei den Protestanten, kann er das alles nicht. Da ist völlig abzusehen von dem, was eine Person ist, was sie quält, was sie für Not hat. Es ist die Spannung überhaupt nicht mehr möglich, mit der zum Beispiel Amos aus dem Tempel getrieben werden konnte, obwohl das Wort Gottes auf ihm ruhte, oder Jeremia aus dem Tempel von Jerusalem. Da ist kein Job mehr möglich, der an seinen Fragen zerbricht. Es gibt keine Duldsamkeit im Offenen. Jetzt verzeichnen Sie wieder die katholische Lehre. Das stimmt nicht. Nach dem Ausweis des Zweiten Vatikanischen Konzils gehört die Treue zur apostolischen Überlieferung eben ganz entscheidend zu den Diensten des Bischofs, Bischofsamtes. Und die Treue, die Gebundenheit durch das Wort Gottes ist entscheidend und jetzt nicht die ununterbrochene Kette von Handauflegungen. Also nur so hat er Teil wirklich an der möglichen Unfehlbarkeit. Ja, es ist ein Zeichen für die bleibende Kontinuität in der Wahrheit. Sie und ich können ja sagen, was Sie wollen. Wir sind nicht Bischöfe, genau. Und sind nicht maßgebend. Wir sind jetzt schon wieder an dem Detail. Mich interessiert eigentlich die Kirche als solche. Die Kirchen, die Lehrer werden, ja. Und da ist so ein Mensch wie dieser Drewermann, ja, und der hat offenbar, ich weiß nicht, ob das ein Charisma ist oder vielleicht ist er ein Scharlatan, ich weiß es nicht, aber er hat die Gabe, Menschen zu faszinieren und ihnen, ja, ich sag ich mal, Heilung zuzusprechen oder wie man das nennt im psychologischen Sinne. Jedenfalls hat er Zulauf und die Kirchen werden immer Lehrer. Das ist meine Frage. Aber es geht darum, dass er die Kontinuität in der Lehre wahrt. Und ich habe ja eingangs gesagt, hier bestehen bestimmte Probleme in der Vermittlung der dogmatischen Überlieferung und dem ganzen Neuansagen des Evangeliums. Es muss möglich sein, beides zu integrieren. Denn auch das Dogma, schon die Lehre hat im Neuen Testament Bedeutung, schon im Neuen Testament, haltet treu an der Lehre fest, heißt die Warnung. Und jede Allergie gegen lehrmäßige Aussage des Evangeliums bedeutet Auflösung der Kirche, der Glaubensgemeinschaft. An dieser Stelle gibt es natürlich Unterschiede. Für mich ist das Christentum im Wesentlichen keine Lehre, sondern eine Existenzmitteilung. Eine Existenzmitteilung. Das heißt, so wie die Liebe vermittelt sich der Glaube von Person zu Person. Darin kommen auch Inhalte vor. Aber nun ist dies doch entscheidend zu sehen. Wir können nach 200 Jahren Aufklärung, nach 450 Jahren protestantischer Reformation nicht zurückkehren zu dem Traditionsglauben, der objektiv Dinge fundamentalistisch für festschreibt, wie die Wunder im Neuen Testament, wie den Schoß der Jungfrau Maria, der jungfräulich sein soll, sogar wie die Himmelfahrt Jesu, die fotografierbar sein soll.
Das ist ein Denken, das in dieser Weise nicht statthaben kann. Ich leugne ja nicht diese Lehren. Ich sage lediglich, ihre Realität liegt im Innenraum der menschlichen Erfahrung. Wenn ja, das schildern. Nicht möglich ist, verweigern wir einen entscheidenden Bewusstseinsschritt. Ich habe es hier stehen im Protokoll vom 6. Juli. Michael, bitte keine Papiere mehr. Ich stelle einfach fest, es gibt ganz große Verständigungsschwierigkeiten offensichtlich. Und so wie sich mir das heute darstellt, hätte es sich erstens eine andere Lösung doch wohl angeboten. Und zweitens glaube ich, dass... Ich habe sie dutzendmal vorgeschlagen. Zweitens glaube ich, Herr Drübermann, Sie brauchen diese Kirche, aber diese Kirche braucht auch den Drewermann oder vielleicht viele Drewermanns. Und damit, meine Damen und Herren, sage ich, wir sind am Ende unserer Sendung. Guten Abend.